2 Meter Abstand halten, auch in Großbritannien. Auch hier gelten strenge Ausgangsbeschränkungen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. Nun ist Premierminister Boris Johnson wegen Covid-19 in dieses Krankenhaus eingeliefert worden. 10 Tage nach seinem positiven Test zeigt er immer noch Symptome der Lungenkrankheit, unter anderem hohes Fieber. Am Freitag meldete er sich aus der Quarantäne in seinem Amtssitz in Downing Street, sah auch da schon angeschlagen aus. Es besteht die Versuchung, rauszugehen, dort abzuhängen und gegen die Vorschriften zu verstoßen. Ich fordere Sie auf, dies nicht zu tun. Bitte, bitte halten Sie sich jetzt an die Regeln. Genesungswünsche kommen aus dem Weißen Haus. Alle Amerikaner beten für ihn. Er ist ein Freund von mir, ein großer Gentleman. Ich bin hoffnungsvoll und sicher, dass es ihm bald wieder gut geht. Er ist ein starker Mann, eine starke Person, sagt der US-Präsident. In Großbritannien gibt es immer mehr Corona-Infizierte. Mehr als 48.000 sind es inzwischen. Fast 5.000 Menschen sind am Virus gestorben. Die Einlieferung des Premiers erfolgte nur kurz nach der Fernsehansprache der Queen. Zusammen mit ihrem Mann befindet sich die Monarchin in Selbstisolation auf Schloss Windsor. Von dort wendet sich die 93-Jährige an ihr Volk, erst zum 4. Mal in ihrer fast 70-jährigen Amtszeit als Staatsoberhaupt, abgesehen von den Weihnachtsansprachen. Sie dankt dem medizinischen Personal und allen, die zu Hause bleiben. Dafür bedarf es eiserner Disziplin, so die Queen, doch sie macht auch Mut. Wir sollten uns trösten, dass wir zwar noch mehr ertragen haben, aber die guten Tage kommen zurück. Wir werden wieder mit unseren Freunden und unseren Familien vereint sein und wir werden uns wieder treffen. In dieser Wohnsiedlung im Nordosten Englands spielen sie schon jetzt Bingo. Über Lautsprecher und mit dem gebotenen Sicherheitsabstand. Der Gewinn unter anderem eine Rolle Klopapier.